Du hast ein Video mit einem Greenscreen und möchtest diesen wegbekommen, dann bist du in diesem Tutorial genau richtig. Ich werde dir hier zeigen, wie du ganz einfach diesen Greenscreen wegbekommst anhand dieses Beispieles. Das ist auch sehr einfach, da hier alles ebenmäßig ist. Diese kleine Animation habe ich von Pixabay, dort findest du dieses oder auch viele andere kostenlose Animationen mit so Greenscreen hinterlegt, wo man den rausmachen kann und dann diese in seinen Videos verwenden kann. Also ich halte hier zunächst einmal an und dann wechseln wir in den Color Tab. Im Fusion Tab kann man das Ganze auch machen. Es ist auch derselbe Mechanismus, der dahinter liegt, aber ja, ich wechsle erstmal in den Color Tab, da ich das hier einfacher finde. Dann wählst du hier den Qualifier aus, also diesen Picker hier. Und hier von HSL stellst du um auf 3D. Und wenn du das einmal hast, dann malst du hier so einfach linke Maustaste gedrückt halten, so eine blaue Linie rein und klickst rein auf Dispel und schon ist der Hintergrund weg. Dann müssen wir noch in dieses Fenster mit der rechten Maustaste reinklicken. Wir suchen uns aus Add Alpha Output und verbinden dieses blauen Ausgang mit diesem blauen Ausgang und dann sehen wir schon, dass er das Falsche invertiert hat, also müssen wir noch einmal diese Schaltfläche hier bedienen, invertieren und schon sind die Tiere an der richtigen Stelle. Und da ein Hintergrund hier hinterlegt ist, sieht man den jetzt auch durch. Und so sieht das Ganze aus, wenn wir das abspielen. Also wie du siehst, alles super einfach, außer man hat sich vor einem Greenscreen gefilmt. Dann ist das manchmal nicht so einfach, den Greenscreen wegzubekommen, weil die Lichtverhältnisse des Greenscreens nicht gleichmäßig sind. Also falls du ein ausführlicheres Tutorial dazu brauchst, dann schau dir doch mein nächstes Video an. Mein Name ist Sophia, ich hoffe, ich habe dir hier etwas weiterhelfen können. Also falls du auch weitere Tutorials dir wünschst, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Falls dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Falls du Fragen oder Anregungen hast, dann nutze unten gerne den Kommentarbereich. Und ich freue mich, dich im nächsten Video wiederzusehen.